Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Glasmeier. Alles Gute für Sie. Kai-Uwe Hesse. Ja, Kai-Uwe, erstmal schön, dass du hier bist. Freut mich, dass Gerne. Das so spontan geklappt hat. Man sieht, du bist Niendorfer, heute passend im Blau. Kommst, glaube ich, auch vom Training? Ja, fast vom Training. Kleiner Termin beim Platzwart. Wir haben ein paar Termine abgesprochen für die Vorbereitung. 5.8. geht es wieder los und ja. Ja, ihr habt ja souverän den Klassenerhalt gemeistert in der letzten Saison. Was erwartest du in dieser Saison? Naja, souverän. Also wir haben in sicher geschafft, 3 Punkte vor Havelse. Für einen, sage ich mal, einen Amateurverein in der Regionalliga ist das in Ordnung. 6 Profiklubs, 6 Amateurclubs und 4 Absteiger. Wir waren einer von den beiden Amateurclubs wie Nettelnburg Allermöhe, die drin geblieben sind. Das war für uns in Ordnung und ist auch für Niendorf in Ordnung. Haben wir nächstes Jahr die U15 in der Regionalliga, die U17 in der Bundesliga und die U19 in der Regionalliga. Ist fast perfekt, würde ich sagen, für einen Verein von der Größenordnung. Apropos Bundesliga, Bundesliga-Erfahrung hast du auch. Du bist ja als Bildreporter nämlich ganz nah auch unter anderem am HSV dran. Wie schätzt du den HSV ein in dieser Saison? Ja, man spürt halt so einen kleinen Strategiewechsel. Der Verein versucht halt sehr, sehr viele junge Spieler zu verpflichten mit großem Potenzial und Entwicklungspotenzial. Sie haben dabei natürlich auch Glück, dass Klaus-Michael Kühne sich so großzügig zeigt. 26 Millionen haben sie für Neue schon ausgegeben und selbst Raphael van der Vaart hat sich gewundert, dass der HSV die Möglichkeit überhaupt hat, Alan Halilovic zu holen. Kostic mit 14 Millionen Ablöse, das wäre letztes Jahr auch sicherlich auch nicht gegangen. Also man versucht gerade eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft aufzubauen, die vielleicht auch einige Spieler hat, die so ein Potenzial haben, dass man sie vielleicht mal in 2 Jahren für ähnlich gute Ablösesummen verkaufen kann, wie das Leverkusen macht, wie das Gladbach mit Xhaka macht und so. Und bis jetzt war die Mannschaft ja wenig werthaltig im Ablösebereich und das versucht man gerade zu ändern. Und was denkst du, geht sportlich in diesem Jahr? In der Offensive, finde ich, hat man jetzt ganz gut was draufgepackt. Mit Kostic, mit Wood halt auch ein bisschen Geschwindigkeit in die Mannschaft reingepackt. Und Halilovic hat auch eine ordentliche Geschwindigkeit. Dazu Müller, also langsam wird der Sturm sicherlich nicht sein. Jetzt suchen sie nochmal einen richtigen Mann für die Defensive. Und dann darf man in Hamburg Europa sagen? Ich weiß, das erwartet man ja gerade immer vom Boulevard. Aber ich würde sagen, wenn man um 7 mitspielt, dann wäre das eine ordentliche Sache. Und wenn man einen guten Mann für die Abwehr findet, glaube ich, dass man auch um 7 mitspielen kann. Ja, 21 Jahre bei der Bild, 10 Jahre jetzt als Trainer beim NTSV. Du warst ja vorher auch schon lange Trainer. Was hält diese lange Liebe am Leben? Ja, ich bin, das merkt man aus den Zahlen, ja so ein bisschen ein Typ, der gerade im Sport ungern wechselt. Ich sag mal, 1 Jahr Niendorf, 1 Jahr Schnellsen, 1 Jahr Viktoria, das wäre nicht so mein Ding. Ich finde, man muss sich mit dem, was man macht, identifizieren und das kann ich in Niendorf gut, weil ich finde, in der Jugendabteilung hat man da in den letzten Jahren konsequent daran gearbeitet, dass man sich auf breiter Basis verbessert. Ich hatte es ja schon eingangs mal erwähnt, A-Jugend-Regionalliga, B-Jugend-Bundesliga, C-Jugend-Regionalliga, das hat in Hamburg kein anderer Verein außer HSV und St. Pauli. Wenn man so ein bisschen auf die 10 Jahre guckt, mit meinem Trainerkollegen Angelko Iwanko haben wir 8 Jahre den Jahrgang 97 gemacht, haben da auch das eine oder andere gewonnen, 5 Hamburger Titel und 2 Regionalliga-Aufstiege. War eine super Zeit und da haben wir auch den einen oder anderen, insgesamt sind es 3, die früher bei uns waren, die jetzt beim HSV in der U21 ist es jetzt ja, der U21 spielen. 2 haben Stipendium, Fußballstipendium in Amerika. Das macht ja auch Trainer so ein bisschen zufrieden, wenn man sieht, war nicht alles umsonst. Und die Jungs halten heute noch gut zusammen.
Tarek Abdallah, glaube ich, saß auch auf der Couch. Der war von den 8 Jahren zum Beispiel 7 Jahre bei uns und jetzt spielt er bei Viktoria in der Oberliga. Es sind einige, die letztes Jahr schon in der Oberliga gespielt haben, obwohl sie vom Alter her noch A-Jugendspieler waren. Nicht nur Tarek, auch Stepan Vego bei Viktoria, Dario Ivanko bei Pinneberg und in Elmshorn hatten wir Henry Weigand und das Ganze passt ganz gut. Könntest du dir auch vorstellen, ja, im Herrenbereich mal tätig zu sein? Oder ja, ist dir die Jugend ans Herz gewachsen? Ich finde Jugendtrainer eigentlich interessanter. In den letzten Jahren habe ich ja meistens Mannschaften in ordentlichen Ligen trainiert und die brennen halt richtig. Für die ist Fußball eine ganz große Sache und eigentlich die Nummer 1, auch wenn Schule Nummer 1 sein sollte, aber die haben Bock zu trainieren, die haben Bock was zu bewegen und das ist, glaube ich, im Herrenfußball ein Tick anders. In der Landesliga oder in der Oberliga kommt vielleicht erstmal Job, Familie und vielleicht auch mal am Freitag eine Feier mit Kumpels und da muss das Wochenende einmal irgendwie so auf den Fußballplatz gehen und da finde ich eine gute Jugendmannschaft deutlich spannender. Ja, Kai-Uwe, vielen Dank, dass du hier warst. Wir sind schon am Ende angekommen. Danke. Abschließend bekommst du noch ein nettes Geschenk wie jeder unserer Talkgäste. Und zwar, das ist nett. Ein schönes Shirt mit Elbkick TV hinten drauf, damit du uns auch nicht vergisst. Ah, das werde ich nicht machen. Ne? Ja, danke schön. Und ja, wir wünschen dir und deinen Jungs weiterhin alles Gute und ja, man sieht sich auf den Plätzen. Dankeschön, ist nett. Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Glasmeier. Alles Gute für Sie.